Paragon 2 ist in sich. Ob Fort oder Predecessor. Spielbare Varianten stehen quasi schon vor der Tür. Die Fort Close Alpha startet ja bereits in 2 Tagen. Doch Predecessor holt nun erstaunlich stark auf. Du möchtest alle neuen Informationen und Videomaterial zum neuen, verbesserten Predecessor haben? Ominous Studios, das Team hinter Predecessor, hielten gerade erst interne Tests und das Gameplay dazu soll jetzt noch besser sein als das von Fort. Sergeant Smoky hat sogar schon einen Teaser dazu rausgehauen, dass Predecessor demnächst auch eine neue Alpha bekommen soll. All das in diesem Video. Bleibt dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Nun ist es endlich wieder soweit. Wir haben große Neuigkeiten zu Predecessor. Das Paragon 2 Spiel in der Entwicklung von Armada Studios hat 5 vs 5 Gameplay Material gezeigt und es läuft absolut flüssig. Die Basic Attacks sind on point. Man kann das Spiel in 60 FPS spielen und man soll es sogar mit 120 spielen können. Und das alles nun trotz der schlecht vorangegangenen Alpha. Predecessor hatte ja bereits schon mal eine Alpha rausgehauen. Diese lief aber sehr schlecht für die meisten. Es gab noch relativ viele Bugs und die Fähigkeiten hatten alle eine Art Delay. Doch all das gehört nun der Vergangenheit an. Sergeant Smoky, der Kopf von Omidas Studios, hat in Streams erklärt, wie sie daran gearbeitet haben, das Spiel zu verbessern und auf welchem Stand sie nun sind. I played the game earlier today with Fringe and the game is essentially ready for all intents and purposes. Like we could play the game now. There's one small thing that I'd like to put in personally before launching the closed alpha. That's the account system. Das hört sich doch alles echt super an. Kurz gefasst sagt er einfach, dass das Spiel jetzt spielbar ist, dass es läuft, es ist flüssig, genauso wie es jetzt auch aussieht. Und ich finde auch einfach von der Grafik hat sich viel getan, wenn man vom Core aus in Richtung Midlane läuft, mit dem Licht und allem, das sieht alles schon richtig gut aus und es hat richtiges Legacy-Feeling. Also die Lichtgebung und die Farben und alles drum und dran, die Grafik, einfach alles der Nebel. Es wirkt auf mich wie Legacy. Das sieht für mich aus wie richtig gutes altes Paragon. Und auf richtig geiles, gutes altes Paragon könnt ihr euch bei Predecessor auf jeden Fall freuen. Die Teamkämpfe der internen Tests hat Brittig auch in einem Video auf Englisch auf seinem Kanal gezeigt. Ich habe es einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Zusätzlich zur Legacy Map, die in der nächsten Alpha wieder spielbar sein soll, arbeitet das Team bereits sogar an einer Monolith Map und an einer Winter Map. Epic Games hat ja auch zur Winterzeit oder zu Halloween die Map auf die Zeit angepasst und Omidas Studios versucht dazu, sieht soweit, finde ich auch richtig geil aus. Also, das sieht für mich wie eine richtig schön winterliche Legacy Map aus. Es ist einfach schön, so durch dieses Tal zu gehen, durch den Jungle, so verschneit mit allem. Und ich finde es super. Die Monolith Map ist noch relativ früh in der Entwicklung, die werden wir auch noch nicht so schnell demnächst sehen. Aber wer trotzdem schon mal sehen möchte, wie weit sie mit der sind, kann sich die Entwicklung der Map auf dem Twitch-Account von Fringe ansehen. Ansonsten haben sie noch viele weitere Verbesserungen an der Map vorgenommen. Im Jungle wurden gewisse Routen verbessert, genauso wie in der Midlane. Und ich finde, diese Arbeit lässt sich auf jeden Fall richtig gut sehen. Also da mal ein dickes Lob von mir. Da freue ich mich auch richtig drauf, das auszuprobieren. Durch den Riesenhype von Fort sind ja die meisten anderen Paragon 2 Projekte so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall bei Predecessor auf jeden Fall noch mit am Start und könnte sich jetzt sogar noch vor Fort durch die Zielgerade bewegen. Wenn ihr keine Updates zu Predecessor, Fort und allen anderen Paragon 2 Games verpassen wollt, dann verpasst diesem Kanal doch ein Abo. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und seht geiles Gameplay und die neuesten meiner Edits. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, also so wie immer. Danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.